Amen. Amen. Der Titel heute lautet: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Amen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Herr Jesus, als Johannes der Täufer mit seiner Predigt begann, auch gleich darauf der Herr Jesus hat sie begonnen, in Matthäus 4, Vers 17. Von dann begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Amen. Die Predigt, die Verkündigung des Reichs der Himmel hat immer mit der Buße zu tun. Immer wenn das Wort Gottes kommt, kommt es, um zu schneiden, um zu zeigen, dass wir Buße tun müssen. Wir müssen uns dem Wort des Herrn hingeben, uns dem Wort öffnen, zulassen, dass das Wort kommt und schneidet. Amen. Herr Jesus, Hebräer 4, lass uns dort anschauen. Hebräer 4, Vers 12. Es ist sehr bekannt, aber es lohnt sich, dies erneut zu lesen, zu genießen. Seht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also Geschwister, das Wort Gottes, wir haben es vor einigen Wochen gesehen, dass das Wort ist auf der einen Seite der Same des Lebens. Das Wort des Reiches ist der Same des Reiches ist das Wort, gemäß Matthäus 13. Das Wort Gottes ist der Same. Das Wort enthält Leben, es enthält alles, die ganze DNA Gottes, damit das Leben Gottes in uns wachsen kann, um das Reich Gottes auf der Erde hervorzubringen. Das Wort liegt nie im Samen, das Wort liegt in der Erde. Wenn du das Gleichnis von Matthäus 13 nimmst, dass der Same ist einwandfrei, aber die Erde, einmal ist der Weg, einmal ist die Steine, das andere Mal die Dornen. Das Problem ist immer die Erde, das Herz des Menschen, das Wort Gottes, damit gibt es kein Problem. Das Herz des Menschen hat ein Problem. Wegen dem Herz des Menschen bleibt das Wort unfruchtbar. Nicht, weil das Wort schwach wäre, sondern weil dein Herz nicht passend ist. Über alles, was wir bewahren sollen, bewahre dein Herz, denn von ihm entspringen die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. In Deutsch ist die Übersetzung gut, da heißt nicht vom Herzen entspringen, sondern im Herzen entspringen die Quellen des Lebens. Nicht dein Herz ist die Quelle, sondern was in deinem Herzen ist, das Wort Gottes, Amen. Das Wort Gottes ist voller Leben. Das Wort ist voller Kraft. Wenn es ein Herz findet, das ein bisschen Erde hat, es braucht nicht viel Erde, ein klein bisschen weiche Erde, dann beginnt das Wort zu wachsen. Und was geschieht? Das Wort selbst, es ist schneidend. Es wird einen Weg durch die Erde finden. Die Erde muss nicht völlig gut sein. Das ist schon viel zu viel verlangt. Das heißt nicht, dein Herz muss völlig in Ordnung sein. Nein, aber wenigstens, damit es zu Beginn zu wachsen, braucht es ein angemessenes Herz. Und das Wort wird schneiden, es wird einen Weg finden. Amen. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes schneidige Schwert. Und es dringt durch. Es wird die Seele vom Geist unterscheiden. In Wahrheit, Geschwister, wenn wir das Wort hören, das Wort erweicht unser Herz, nimmt die alten Dinge weg. Hat viel damit zu tun, was der Jean am Tisch des Herrn gesagt hat. Wenn wir auf den Tisch des Herrn schauen, dann werden wir so bewegt. Wir werden zufrieden. Oh Herr, wie gut, der Tisch des Herrn, der hat sich für uns gegeben. Ich möchte mich auch dem Herrn geben. Und wenn das Wort des Herrn kommt, kommt es auch und schneidet und nimmt weg die Dinge. Du musst immer, wenn du sagst Amen zum Wort sagst, dann sag Amen. Und dieses Amen nimmt die negativen Dinge aus deinem Herzen weg. Nutz das Wort erst, um diese Hygiene in deinem Herz zu machen, die alles wegnimmt. Denn das Wort hat diese Eigenschaft. Es scheidet Seele und Geist und es fähig, die Gedanken und Gesinnung des Herzens zu unterscheiden. Wow, wenn das Wort kommt, dann beginnt es zu klären. Du bist so durcheinander, weißt nicht, was du mit deinem Herzen tun sollst. Das Gefühl ist durcheinander. Manchmal ist der Verstand durcheinander. Du weißt nicht, welche Entscheidung du treffen sollst.
Gefühl, Verstand, Wille und Gefühl. Das Wort ist fähig zu unterscheiden. Es hilft zu verstehen und es klärt die Dinge auf. Du kannst nicht erklären, aber du kannst unterscheiden. Halleluja, das ist das Wort Gottes. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt von den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort, Geschwister, es ist wunderbar. Das Herz des Menschen, unser Herz, ist verdorben, ist verwirrt, wie Mikäus es gesagt hat, es ist verdorben. Der Herr kennt unser Herz, aber wir nicht. Deshalb, wenn das Wort kommt, müssen wir zulassen, dass der Herr unser Herz reinigt. Heute Morgen habe ich in Apostelgeschichte was gelesen, das hat mich sehr berührt. Das Gemeindeleben in Jerusalem war am Anfang so gut. Dann haben die Geschwister sich gegenseitig geholfen mit finanziellen Sachen, haben angefangen, ihre Felder zu verkaufen und haben das Geld zu den Füßen der Apostel hingelegt. Die Apostel haben dann diese Finanzen sich darum gekümmert. Und dann gab es Hananias und Sapphira. Die haben ihr Feld verkauft und haben nur einen Teil des Geldes gegeben. Und okay, und wenn du das dann das erste Mal liest, dann verstehst du nicht so ganz, was hier passiert eigentlich. Dann hat Pedro das erklärt in Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petra aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Niemand hat ihn dazu gezwungen, dass er das Feld verkauft hat. Petrus hat gesagt, du hättest das Feld verkaufen können und das Geld behalten können. Warum hast du dir diese Tat deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also was ist hier genau passiert? Sie haben dieses Grundstück verkauft. Sagen wir einfach mal, es hat 100.000 Euro gekostet. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe es für 20.000 verkauft. Hier die 20.000, das ganze Geld lege ich euch hin. Und dann haben die 80.000 noch behalten. Was heißt das? Sie wollten die wollten erscheinen, so als hätten sie alles gegeben. Und der Herr kann es gar nicht ausstehen. Also, vor allem auch hier, er ist einfach gestorben jetzt. Vor den Füßen von dem Apostel. Die haben ihn dann weggebracht, dann ist die Frau gekommen, hat dieselbe Lüge bestätigt und dann hat Petrus gesagt, du wirst auch sterben, und dann ist sie auch genau vor ihm gestorben. Und es gab dann eine große Furcht in der Gemeinde. Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Wieso sage ich das? Weil das mit dem Herzen zu tun hat. Petrus hat gesagt, wieso hat der Satan dein Herz erfüllt? Also, wenn wir dem Feind Raum geben, dann kommt er und erfüllt unser Herz. Die Tür hier in Apostelgeschichte 5 war der Schein. Sie wollten besonders fromm erscheinen. Die haben die anderen gesehen und haben gesagt, ja, das will ich auch. Aber die haben was zurückgehalten. Wäre kein Problem gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, wir haben es für 100.000 verkauft, aber hier sind 20.000, alle hätten sich trotzdem gefreut. Man muss nichts erfinden. Manchmal, wenn wir Zeugnisse geben, dann tun wir es manchmal auch größer machen. Also lasst uns in der Wirklichkeit leben, die Wirklichkeit erzählen. Wir sind nicht hier, damit wir Applaus bekommen. Unser Leben soll in der Wirklichkeit sein. Wenn du die Sache viel zu
fühlst, der aufbläst, dann wirst du nicht in der Wirklichkeit leben können. Lass uns also die Wirklichkeit schätzen. Die Wirklichkeit des Reiches der Himmel. Quem sabe depois ela consegue subir para contar para nós. Oh, Jó! Ah, Senhor Jesus! Bom, essa a semana do alimento diário foi. In dieser Woche von der täglichen Speise wurde sehr viel von 1. Mose gesprochen. Jeder hat das schon gelesen, das erste Kapitel. Es gibt sehr viele viel Kontroversen zu diesem Kapitel, weil die Wissenschaftler sagen, wie kann man sowas sagen über die Schöpfung? Deshalb ist hier unsere Absicht nicht, vom Kreationismus oder was auch immer zu sprechen. Wir wollen hier den geistlichen Aspekt anschauen, damit unser geistliches Leben vorangeht. Also 1. Mose 1,1: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Also eigentlich heißt es, und die Erde wurde wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Das heißt, zwischen Vers 1 und 2 ist irgendwas passiert, dass nach dem, was wir gehört haben, ist die Rebellion Satans. Gott hat das ganze Universum auf eine perfekte Weise geschaffen und Gott hat nicht die Erde wüst und leer erschaffen. Gott hat nicht die Erde erschaffen, damit sie ein Chaos ist. Gott kann nicht etwas Chaotisches erschaffen, was hier im zweiten Vers steht. Gott würde nie eine wüste und leere Erde schaffen. Und in dem ersten Vers, es ist die ganze Schöpfung. Wir wissen nicht, wie groß der Zeitraum ist. Nach der heutigen Wissenschaft sind es 13,5 Milliarden Jahre seit ab dem Zeitpunkt vom Big Bang bis heute. Und dann ist irgendwas passiert, dass die Erde wüst und leer geworden ist. Wir sehen dann in anderen Versen der Bibel, dass Satan der Erzengel war und dass er mit seinem Handel ein Drittel der Engel für sich erobern konnte, damit sie sich gegen Gott wenden konnten. Er hat die sehr gut überreden können. Ich will gegen Gott mich wenden und die haben ihn unterstützt. Es gab diese Rebellion, Gott hat ihn gerichtet. Und die Lebewesen, die auf der Erde waren, wurden auch gerichtet mit dieser Rebellion. Und die Erde wurde wüst und leer. Es gab Finsternis über der Tiefe. In der Geologie gibt es viele Phasen, in denen so schien, als hätte es gar kein Leben mehr auf der Erde, wenn man viel darüber liest. Es gab viel Leben und plötzlich war irgendwie alles weg. Vielleicht war das hier dieser zweite Vers, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ob es vor 65 Millionen Jahren war mit den Dinosauriern, ob es davor war oder danach. Aber auf jeden Fall wurde hier die Erde gerichtet und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dann hat Gott gesprochen und Gott sprach. Wenn das Wort Gottes kommt, dann geschehen Dinge. Das Wort ist so machtvoll. Die ganze Erde war voller Finsternis. Gott hat dann gesprochen, es werde Licht und die Erde wurde von dieser Finsternis befreit. Und es gab eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Nós lemos em Hebreus 4,
a palavra vem cortando, não é isso? E separa a alma do espírito. Então, o poder criador da palavra de Deus faz separação na sua vida. Das Wort kann die Sachen in deinem Leben trennen. Das Leben, das Wort bringt Ordnung, trennt die Dinge voneinander. Wenn dein Leben viel Unordnung hat, dann brauchst du mehr vom Wort Gottes. Trennung zwischen Licht und Finsternis. Deswegen haben wir ein Geheimnis im Gemeindeleben kennengelernt. Vielleicht haben wir das nicht vollständig verstanden. Aber wenn das Wort gesprochen wird, zum Beispiel Bruder Pedro, er sucht den Herrn, um das Wort zu sprechen. Das heißt, das Wort, das er spricht, ist das prophetische Wort, weil es nicht von ihm kommt. Er sucht den Herrn dafür. Ich, wenn ich hier das Wort gebe, dann mache ich dasselbe. Ich frage den Herrn, Herr, was willst du heute zu deinem Volk sprechen? Ich baue aber auf dasselbe Wort auf, wie Bruder Pedro spricht. Das Wort sind wie diese verschiedenen Wellen, die müssen zusammen, die Lichtwellen müssen zusammen agieren, damit es zu einem Laser wird. Das wird dann zu einem starken Laserstrahl. Also ich versuche dann auf derselben Wellenlänge zu sein wie Bruder Pedro. Natürlich, ich wende das dann auch hier auf uns an. Und dann, wenn ihr mitteilt, müsst ihr euch dann auch anstrengen, auch in dieselbe Wellenlänge hineinzukommen. Wenn du anfängst, irgendwas anderes zu reden, dann tust du das Wort entkräftigen. Wir müssen das Wort bündeln, viel Kraft in unserem Sprechen haben. Wir müssen Zeugnis geben und das Wort bekräftigen. Es muss viel Trennung geben zwischen den natürlichen und den geistlichen Dingen. Dann am zweiten Tag hat hier, und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Also was ist hier passiert mit dieser Wölbung? Es gab die Luft, dann gab es das Wasser unten und das hat er getrennt vom Wasser von oben. Davor gab es nur Wasser unten und dann hat er aber das Wasser getrennt, das Wasser unten und die Wolken oben. Das ist eine Vorbereitung für das Leben. Ohne das Wasser von oben, ohne die Wolken, ohne die Feuchtigkeit von der Luft gibt es kein Leben. Wenn du in einer zu trockenen Umfeld bist, dann kannst du nicht richtig atmen, es ist schwierig. Wir zum Beispiel können das Meerwasser nicht trinken, aber wenn es verdunstet, dann wird es zu einem trinkbaren Wasser. Wir brauchen auch sehr viel Verdunstung in unserem Leben. Wenn du im Tod bist, dann musst du auferstehen. Das Wort hat was mit Auferstehen zu tun. Dann kann das Leben entstehen. Dann am dritten Tag kam hier in Vers 9 das Trockene. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Also was ist hier passiert? Das Wasser hat sich gesammelt und dann kam ein trockenes Stück Land. Die Erde muss höher sein, damit es trocken wird. Das heißt, wir müssen auch ein erhöhtes Leben haben, damit wir nicht unter dem Wasser bleiben. Unter dem Wasser kann man nicht atmen, kann man nicht Leben hervorbringen. Das heißt, wir müssen auch ein höheres Leben haben. Aus diesen unteren Wassern hervorgehen und dann kommt dieses Trockene, das sichtbar wird.
Und auf diesem Trockenen kommen dann die Pflanzen. Vers 10, Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, dass die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und Vers 12, da steht, dass wirklich passiert ist. Also die Pflanzen haben angefangen hervorzukommen, hervorzusprießen. Und auch die Wissenschaftler sagen sogar, dass es in dieser Reihenfolge passiert ist. Die Pflanzen sind hervorgekommen, haben mehr Sauerstoff hervorgebracht. Ich möchte hier aber etwas hervorheben bei den Pflanzen. Er spricht hier von vielen Pflanzen, Kraut, Graskraut und Fruchtbäume, die Samen haben. Hier sieht man, wie wichtig es ist, dass die Pflanzen Samen hervorbringen. Und dieser Same ist der Same des Lebens, um das Evangelium zu predigen, damit das Leben sich ausbreitet. Ja, eine kurze Pause. Hier sieht man die Reihenfolge der Schöpfung Gottes. Man sieht hier, in welcher Reihenfolge Gott die Erde erschaffen hat. Und das ist auch die Reihenfolge, in der Gott die Gemeinde erbaut und auch dein Leben, dein eigenes Leben. Am Anfang siehst du nichts und dann kommt Licht. Jemand hat dir das Evangelium gepredigt, dann siehst du etwas, Licht. Je mehr du dann das Wort hörst, desto mehr wächst deine Erfahrung mit dem Herrn. Die Wölbung erscheint, du fängst an zu sehen, was ist vom Himmel, was ist von der Erde. Es ist etwas mehr, nicht nur so Licht, ah, ich sehe irgendein Licht. Dann fängst du an zu sehen, nee, das ist hier vom Himmel, das ist von der Erde. Ich möchte die Sachen von dort oben suchen. Es muss diese Trennung geben. Dann wächst mehr deine geistige Erfahrung. Dann fängst an, Frucht zu geben. Und es gibt Früchte, Samen, die du verteilen kannst. Es gibt dann auch eine Erde, wo du dann aussehen kannst und dann wächst etwas. Dann am vierten Tag kommen Sonne, Mond und Sterne. Wenn du mehr wächst, dann kommt die Gemeinde. Die Sonne ist Christus, der Mond ist die Gemeinde. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne. Das heißt, die Gemeinde reflektiert das Licht von Christus. Je mehr wir wachsen, dann kommen mehr Leute dazu, dann kommt die Gemeinde zustande. An den ersten drei Tagen gab es noch keinen Ausdruck, aber ab dem vierten Tag gibt es einen Ausdruck. Es gibt die Sonne, die ein sehr starkes Licht hat, den Mond. Die Sonne bei Tag zu sehen, der Mond bei Nacht. Es ist dann wie das Licht auf dem Berg. Man kann das Licht nicht verbergen. Dann Vers 14. Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie werden als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Hier. Vers 16. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Die Gemeinde und Christus fangen an zu herrschen. Die Gemeinde beherrscht die Nacht. Wir sind in der Nacht. Es ist dunkel, es ist finster. Die Geschwister sagen, schau nach Israel, um zu schauen, ob der Herr zurückkommt, aber schau vor allem auf die Gemeinde.
Wenn die Gemeinde aufgebaut wird, dann ist das ein Zeichen. Der Mond herrscht, die Gemeinde herrscht. Was wir hier in Deutschland tun, das ist so wichtig. Wir sind hier, um die Nacht zu beherrschen in Deutschland, damit das Reich Gottes nach Europa kommt und dann wird das Ende kommen. Herr Jesus, das ist unsere Funktion. Das ist nichts Kleines, was du hier tust. Manchmal verliert man sich ein bisschen im Alltag, in den Kämpfen, aber unsere Mission ist so hoch, so besonders, so wichtig. Dann kommen Tiere, es kamen zuerst die Pflanzen und dann die Tiere. Die ersten Tiere waren die Fische, Vers 20. Unser Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Der Fisch ist sehr interessant. Er lebt im Wasser, er ist im Wasser, aber er ist nicht vom Wasser. Er ist kein Wasser, er ist ein Fisch. Er lebt dort, aber er ist nicht Teil des Wassers. Schauen wir mal in Johannes 17. Johannes 17. Johannes 17, 14 und 15. Ich habe ihnen ein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, weil wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Du bist wie ein Fisch. Du bist in der Welt, aber du bist nicht von der Welt. Der Fisch ist im Wasser, aber ist nicht vom Wasser. Das heißt, dasselbe ist auch mit dir. Du bist hier, aber du bist nicht von der Welt. Das ist wunderbar. Wir schwimmen gegen den Strom. Die tägliche Speise hat auch gesagt, der Fisch ist im Salzwasser, aber das Salzwasser kommt nicht in den Fisch rein. Weil wenn du auch den Fisch dann brätst, dann musst du trotzdem Salz drauf machen, weil das Salz ist nicht in dem Fisch drin. Das heißt, wir besiegen die Welt, wir sind stärker, das Leben ist stärker als die Welt. Das Leben des Fisches besiegt das Meer, das Salzwasser. Die Welt ist so stark, aber das Leben, das in dir ist, besiegt die Welt, überwindet die Welt. Wenn du diese Woche etwas anderes geglaubt hast, dann reinige dein Herz, glaube dem Wort des Herrn, das Leben in dir überwindet die Welt. Und die Vögel, das ist wunderbar. Was passiert mit den Vögeln? Der Vogel fliegt. Der Vogel kann über alles hinwegfliegen und kann alles mit Adleraugen sehen. Wir brauchen dieses Leben in uns, ein Leben, das alles von oben sieht. Wir sind keine Krokodile. Ein Krokodil sieht alles nur inmitten vom Sumpf, kann nicht richtig sehen, hat Schlamm in den Augen. Aber der Vogel, der schaut von oben herab. Er sieht von oben die Situation und sieht. Deswegen ist es wichtig, mit Geschwistern zu beten. Wenn die Schwestern eine Schwierigkeit haben, gehen sie zu Schwestern, um zu beten, die Brüder zu den Brüdern. Weil manchmal siehst du etwas nicht, wenn du in der Situation drin bist, aber eine andere Person wird es sehen können und wird deine Situation vielleicht besser erkennen können. Er wird besser erkennen können, wieso das passiert, und das wird dir helfen, auch zu fliegen. Weil was will der Feind? Der Feind will, dass du da wie so ein Krokodil bleibst, der Leviathan, im Sumpf. Er will dich im Treibsand versinken lassen. Aber der Herr hat uns Flügel gegeben. Wir können fliegen. Hebräer 4,11. Jesus. Esforcemo-nos
Lass uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Lass uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Was macht der Vogel? Der Vogel strengt sich an, um in die Ruhe einzugehen. Er fängt an, mit den Flügeln zu schlagen, und dann, wenn er dann oben ist, dann schlägt er die Flügel nicht mehr, bleibt so in der Luft stehen. Genau mit uns, wenn du in einer Situation bist, in einer schwierigen Situation, du musst erstmal mit den Flügeln schlagen, du musst sagen, hey Jesus, hey Jesus. Und dann kommst du in die Ruhe hinein. Die tägliche Speise ist so schön gesagt, der Adler ist dort und gleitet einfach nur. Das ist das christliche Leben. Du musst mit den Flügeln schlagen, aber dann musst du in die Ruhe hineingehen. Schlag nicht zu oft mit den Flügeln, sonst wirst du müde. Du musst eifrig sein, um in die Ruhe hineinzukommen. Zacharia 4,6. Nicht durch Macht und nicht durch... Also Zacharia 4,6. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn für dich. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Herr Jesus. Das heißt, wir strengen uns an, um in den Geist hineinzukommen. Wenn du im Geist drin bist, dann ruhst du nur. Herr Jesus. Jesaja 40. Jesaja 40. Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wie passiert das? Sie laufen und ermatten nicht, weil du in der Ruhe bist. Der Adler geht da hin und gleitet einfach nur und ist in der Ruhe. Du musst dich anstrengen, in die Ruhe hineinzukommen, dem Herrn zu folgen. Es gibt diese Luftmassen, die so hoch aufsteigen, die warmen Luftmassen. Und dann folgt der Adler diesen Luftströmen. Deswegen fliegen die Vögel dann in so Kreisen, um diesen Luftströmen zu folgen. Und dann müssen sie sich nicht anstrengen. Die Vögel haben da ihre Flügelstruktur und so. Sie haben aber nicht so viel Fett. Sie müssen eher ein bisschen dünner sein, sonst sind sie zu schwer. Wenn man sich überlegt, wie viel Energie man braucht, um ein Flugzeug in Bewegung zu setzen, das lässt sich nicht vergleichen mit der Energie von einem Vogel. Der Vogel folgt den Luftströmen. Aber, nee, ich möchte direkt hingehen. Nein, also manchmal will der Herr, dass man Deutsch lernt. Oh, Herr Jesus. Das ist hier die Anwendung für uns. Zuerst Deutsch lernen. Oh, Herr Jesus. Dann macht man Führerschein. Herr Jesus. Und dann tut man Dokumente anerkennen lassen. Und dann der erste Job funktioniert nicht. Dann geht man zum zweiten Job. Ich laufe im Kreis. Nee, du musst in der Ruhe sein. Manchmal möchte man direkt zum Ziel los, macht den Motor an. Aber... Ruhig, du wirst sonst viel zu schnell müde. Komm in die Ruhe hinein. Herr Jesus.
wenn du lernst, so dem Herrn zu folgen, wirst du in der Ruhe sein. Du wirst dich nicht ermatten, nicht ermüden. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wenn man läuft, so dann wird man müde. Aber das geht nur im Geist. Das ist so wunderbar. Am sechsten Tag hat der Herr dann ganz viele Tiere erschaffen. Reptilien, Vieh. Am Ende vom sechsten Tag, dann hat der Herr noch den Menschen erschaffen. Diese ganze Schöpfung war für den Menschen. Dann wurde der Mensch erschaffen. Und der erste Tag des Menschen war der siebte Tag. Das war der Tag der Ruhe. Ist es nicht besonders? Der Herr hat alles vorbereitet und das ist die Erbauung der Gemeinde. Man fängt an und man geht immer höher. In einer Beziehung ist es auch so, man fängt klein an und baut langsam auf die Wände vom Häuschen. So ist auch das Gemeindeleben. Man braucht ein Fundament, damit dort aufgebaut werden kann. Wo sind wir hier in der Erbauung der Gemeinde? Das weiß ich nicht. In deinem persönlichen Leben, an welchem Tag bist du? Ich weiß auch nicht, an welchem Tag ich bin, an welchem Tag du bist. Das Wichtige ist aber, voranzugehen. Der Herr muss uns mehr Erfahrungen geben. Lass uns vorangehen, mehr Erfahrungen haben. Unser Level muss höher werden, muss aufsteigen. Wir müssen immer mehr das Leben immer weiter entwickeln, bis es zum Menschen kommt. In 1. Mose 1,2 da hat es angefangen mit einem Erzengel, der wie Gott sein wollte und auf die Erde geworfen wurde. Und es endet mit einem Menschen, der mit dem Herrn herrschen wird. Und diesen Erzengel an seiner Stelle treten wird. Das Reich der Himmel ist nahe. Matthäus von 1 bis 15 ist auch, da wurde das Fundament vorbereitet. Das ist die Gemeinde wird aufgebaut, um den Herrn damit der Herr zurückkommt. Bruder Pedro hat in der ersten Botschaft eine gute Zusammenfassung gegeben. Ich werde nur ein paar Punkte hervorheben von Matthäus 1 bis 15. Zuerst musst du dich mit dem Herrn treffen. Da war die Geburt des Königs, da kamen die drei Weisen. Dann wurden die Jünger gerufen. Das erste in unserem geistlichen Leben, wir müssen den König treffen. Wir müssen uns mit Jesus treffen und sagen, ja, dem Mann werde ich folgen, dieser Person werde ich folgen. Er ist der König des Reiches der Himmel. Dann Matthäus 5 bis 7, das ist das Wort des Reiches. Der Herr fängt an, zu dir zu sprechen und du verstehst nichts. Aber du hörst, du musst hören. Du verstehst gleich ein bisschen mit deinem Verstand. Ich denke, die Menschen damals haben nicht wirklich viel verstanden, aber die haben gehört. Der Herr ist zuerst zu den Juden gegangen. Er hat ihnen viele Chancen gegeben. Bis zu dem Punkt, dass sie ihn wirklich komplett verabscheut haben. Sie wollten ihn umbringen. Wir auch, als wir nach Deutschland gekommen sind, wir
Wir sind zu einer Gruppe gegangen, einer christlichen Gruppe. Die haben uns nicht angenommen. Wir sind zu einer zweiten Gruppe gegangen. Die haben uns auch nicht angenommen. Es hat mehrere Jahre gedauert. Und jetzt sind wir hier auf einem guten Fundament. Der hat viele von euch aus Brasilien hergebracht. Der erste Tag, zweite Tag. Diese ganzen Etappen, die ihr, den ihr gegenübersteht, die ihr bewältigen müsst, das ist damit der Herr mehr in euch wächst. Das heißt, wenn du da dich anstrengst, um Deutsch zu lernen oder Führerschein zu machen, Visum, brauche ich so eine Checkliste. Erinnere dich aber daran, der Herr arbeitet in deinem Herzen. Der Herr muss nicht nur die Situation an sich überwältigen, sondern auch etwas in dir verändern. Der Herr hat dann angefangen, die Menschen zu heilen. Die Anführer damals, die Juden, die wollten Jesus nicht, dann ist er zu den Kranken gegangen. Er musste die Menschen heilen, gesund machen. Der Punkt ist, du darfst nicht der Tradition folgen. Die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, wieso tun deine Jünger nicht die Tradition der Ältesten einhalten? Jesus hat dann gesagt, das ist doch eine falsche Frage. Wie kann man eine Tradition nicht übertreten? Das ist kein Gesetz. Aber in ihren Köpfen war die Tradition das Gesetz. Jesus hat dann gesagt, nein, ihr übertretet das Gesetz Gottes wegen euren Traditionen. Er hat gezeigt, das Wichtige ist das Wort. Es kann ein paar gute Traditionen geben. Wenn etwas gut klappt, gut läuft, dann kann man das weiterhin tun. Aber die Basis ist das Wort. Wenn das Wort neues Licht bringt, dann muss man dem Wort folgen und die Tradition beiseite lassen. Dann gibt es den Johannes, den Täufer. Das hat uns auch sehr viel Licht gebracht, weil das war eine Person, die gut angefangen hat und aus irgendeinem Grund Jesus nicht nachgefolgt ist und weiterhin sein eigenes Ding gemacht hat. Vielleicht, das ist meine Hypothese, wollte er weiterhin seinen Schein aufrechterhalten, seinen Dienst, so wie Hananias und Sapphira. Gott hatte ihn so sehr gesegnet, dann wollte er weiterhin dort dienen und hat nicht die Kurve gekriegt mit Jesus. Jesus hat eine Kurve gemacht und er ist geradeaus weitergegangen. Das ist also eine große Warnung für uns. Lasst uns eins mit dem Herrn sein und mit dem Herrn vorangehen. Dann gibt es die kananäische Frau, die ihren Platz am Tisch des Herrn erreicht hat. Sie war nur ein Hündchen, aber sie hat ihren Platz am Tisch bekommen. Sie hatte kein Recht auf die Verheißungen, aber sie hat das Herz Jesu erobert. Jesus hat gesagt, ich habe noch nie so einen Glauben gesehen. Das hat die Tür für uns geöffnet. Wir sind diese ganzen Hündchen jetzt am Tisch des Herrn. Dann die Vermehrung vom Brot und Fisch. Man kann sagen manchmal, ja, Herr, wie ernähren wir denn diese ganzen Menschen? Wir müssen dann dem Herrn das bringen, was wir haben und sagen, Herr, was ist das aber für so viele Menschen? Der Herr segnet das dann, was sie ihm geben, bricht das Brot und dann wird es vermehrt, wird es in zwei geteilt. Dann geschieht das Wunder. Jesus hat das Brot den Jüngern gegeben und die Jünger haben das den Menschen weitergegeben. Wie ist diese Vermehrung passiert? Wie ist es passiert? Hat der Herr das Brot
gebrochen und dann ist es zu einem riesigen Brot geworden. Und dann haben die Jünger es verteilt, aber auf jeden Fall haben... Ich glaube, die Jünger sind dann immer zu Jesus zurückgegangen und es gab einfach immer mehr. Fakt ist, in dieser Zusammenarbeit zwischen Jesus und den Jüngern ist dieses Wunder geschehen. Hätten die Jünger nicht verteilt, dann gäbe es nicht mehr Brot. Aber man kann sagen, dann habe ich nichts mehr. Nein, so ist es nicht mit dem Herrn. Je mehr du gibst, desto mehr hast du dann auch. Das, was mit dem Wort passiert, das passiert auch mit Geld. Je mehr du dem Herrn gibst, desto mehr hast du. Habe also keine Angst zu geben. Je mehr Wort du gibst, desto mehr wirst du mit dem Wort erfüllt. Herr Jesus. Und jetzt noch eine Anwendung. Die Jünger haben gelernt, mit dem Herrn zu dienen. Sie haben das Wort gesät. Was gilt also für uns? Wir müssen unsere Dienste in der Gemeinde neu erneuern. Ich ermutige jeden von euch, in der Gemeinde zu dienen. Je mehr du dienst, desto glücklicher wirst du sein. Ich habe so viele Dinge zu tun. Ich habe Arbeit, ich habe Familie. Ja, ich auch. Ich habe so viel zu tun. Aber ich gebe es nicht auf zu dienen, weil das ist meine Freude, das ist meine Kraft. Deswegen bete dem Herrn, damit er dir zeigt, was für einen Dienst du tun sollst. Wir haben schon mit einer Liste angefangen, mit den ganzen Diensten der Gemeinde. Und ich will deinen Namen dort sehen. Nicht nur ich, sondern auch der Herr. Vielleicht kannst du einen Dienst annehmen, verantwortlich sein dafür, hast du ein Team. Wenn du etwas schüchterner bist, dann gehst du nur in ein Team hinein und jemand anderes ist verantwortlich. Aber das Wichtige ist, zu dienen. Zum Beispiel Kinderdienst. Priscilla hat letzte Woche gesprochen über den Kinderdienst. Ich kann das aber nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu dünn, zu dick. Ich weiß nicht, was deine Ausrede ist. Bete zum Herrn. Frag den Herrn, Herr, ist der Kinderdienst was für mich? Frag den Herrn. Bleib nicht so, ist das, soll ich oder soll ich nicht? Nein, bete einfach. Und finde deinen Platz am Tisch des Herrn. Bei den anderen Geschwistern, die das Wort verteilen, damit jeder dienen kann. Jesus ist der Herr. Das heißt es, glücklich zu sein. Wenn du sanftmütig bist, wirst du in das gute Land hineinkommen. Wir sind nicht die Gewalttätigen, wir sind nicht diejenigen, die andere unterwerfen. Wir sind sanftmütig. Lass uns also in die Ruhe hineinkommen, mit dem Herrn fliegen und den Herrn wirken lassen in unserem Leben, auch wenn es nicht der direkteste und schnellste Weg ist. Folge dem Herrn, folge dem Geist, höre das Sprechen des Herrn, mach Trennung in deinem Leben, was ist fleischlich, das nimmst du weg. Und so wird der Herr seine Gemeinde auferbauen.